Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars. Wir sind immer noch dabei, hier die Kuppel vernünftig aufzubauen. Das gestaltet sich als ein wenig widerspenstig, aber wir haben inzwischen über 500 Kolonisten. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch zwei Meilensteine, die wir erreichen wollen. Einmal 1000 Kolonisten und ein Wunder errichten. Und ich bin gespannt, wann wir mit dem Wunder endlich anfangen können. Wir können es schon bauen, aber aktuell besteht das Problem, dass wir nicht genug Ressourcen haben, hier vernünftig das alles aufzubauen. Denn wir wollen natürlich erstmal, dass diese Kuppel hier vernünftig fertig wird, damit wir nach und nach eben neue Leute anziehen können. Denn nur mit neuen Leuten können wir das andere, den anderen Punkt erreichen. Die sind auch alle hier schon arbeitslos. Naja, passiert, würde ich sagen. Können wir tatsächlich nicht so wirklich ändern. Wie gesagt, ich würde auch gerne nochmal so eine Babykuppel errichten. Den eigentlichen Brutschleimpool. Das hätte ich vielleicht dann nochmal anders machen sollen, ne? Für die Brut. Naja. Vielleicht sollen wir das nochmal ändern. Müssen wir gucken. Jetzt sollte vielleicht auch mal endlich dieser Hub fertig werden. Aber wir bekommen gleich elektronische Geräte. Die werden wir auch hier oben erstmal abladen lassen. Und zur Not können wir die dann noch weiter verteilen. Und auch Polymere treffen gleich ein. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zumindest hier gleich mal die Sachen alle fertig haben. So, komm. So. Was erforschen wir eigentlich gerade? Ah, wir erforschen weitere Wunder. Denn Wunder gibt es immer wieder. Man kann aber immer nur eins bauen. Also man kann mehrere bauen, aber nur jeweils eins von der einen Sorte. So, warte auf Betanken. Lad doch erstmal vielleicht die Sachen aus. Wäre vielleicht gar nicht so unklug. So. Verfügbare Wohnorte 25, da können wir nochmal eine Rakete holen. So, warum bekommen wir immer noch Stromprobleme? Der Wasservaporator hatte kurzzeitig Stromprobleme, aber wir bekommen eigentlich hier so viel Wasser, dass das egal ist. Trotzdem, ideal ist das so nicht. So, stellen wir hier auf 6 Shuttles um. Und dann werden hier die elektronischen Geräte ausgeladen. Hier dann hoffentlich bald die Polymere. Und dann geht das hier weiter. Achso, wir haben ja auch Arbeitsplatzmangel hier gerade. Dann können wir vielleicht eben hier alle Schichten wenigstens eröffnen. Das bringt dann zwar nicht so viel, aber ein paar werden natürlich auch nachher in die Wissenschaftsinstitute noch rein können. Also ein paar mehr Plätze werden wir gleich noch zur Verfügung haben. Zumindest ein bisschen was. Ah, hier können wir auch übrigens. Ja, denn dann haben wir ja nochmal hier ordentlich Möglichkeiten, Leuten Arbeitsplätze zu bieten. Wir können ja auch nochmal ein Edelmetalllager errichten. So. Wie die Polymere halt einfach komplett ignoriert haben gerade. Haben wir hier eigentlich ein Polymerlager? Nee, ne? Das brauchen wir auch dringend. Liegt da noch was im Weg? We have a food shortage. Was? Warum? Liefert dann doch mal ein paar Sachen hin. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen blöd. Wir müssen also gleich mal gucken. Vielleicht noch mal ein paar mehr Windräder tatsächlich bauen. Dazu bräuchten wir eigentlich noch ein paar mehr Maschinenteile. Vielleicht brauchen wir doch gleich mal. Wir holen uns gleich mal als nächstes doch lieber den Fusions... die künstliche Sonne. Apropos Fusionsreaktor können wir eigentlich auch mal bauen wieder, ne? Achso, haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Oh. Dann holen wir uns erst noch den Fusionsreaktor. Ich dachte, den hätte ich schon. Nuklearfusion. Dann können wir nämlich auch wieder ein paar Leute zum Arbeiten schicken. Hier. Und das ist außerhalb. Das halte ich für ganz sinnvoll. Gut. So, du kannst schon wieder abheben, hast aber noch ein paar mehr viele elektrische Geräte an Bord. Das wollen wir sicherlich noch nicht, dass du schon wieder losfliegst. Dass die hier das Polymerding nicht ausräumen. Sieht ja komisch aus hier. Naja. Wir haben wieder neue Passagiere, die landen können. Falls wir einen Platz für sie finden, jedenfalls.
Dort vielleicht. Ja, vielleicht brauchen wir doch noch mal ein paar mehr Drohnen, ne? Och nö. Das ist immer so nervig. Wir haben noch irgendwo eine Drohnenfabrik. Was kostet es nochmal, Drohnen zu bauen? Dort unten haben wir sie. Ja, elektronische Geräte. Falls sie irgendwie an elektronische Geräte kommt, könnt ihr mal wieder neue bauen. Weil wir haben hier oben zwar welche, aber die müssen natürlich irgendwie dann nach unten kommen. Ist klar. Ah, dieses Ding, ja, das Wissenschaftsinstitut ist aber schon fast fertig. Das ist schön. Das hier auch. Alle Nahrungsprobleme. Okay, du musst mal eben hier ein bisschen Nahrung mit stibitzen. Und dort ausliefern. So. Nein, ich dachte, du könntest nicht mehr aufnehmen. Ging aber noch eine Reihe. Hätte ich vielleicht rechts gucken sollen. So, dann fahren wir mit dir nach vorne. Und laden hier aus. Was haben denn alle Hunger? Warum wird das denn nicht ausgeliefert? Wir haben einfach zu wenig Drohnen, glaube ich. Ich meine, hier ist doch genug Nahrung. Verteilt die doch mal. Lager, Nahrungsspeicher. Dann müssen wir das so machen. Dann können die sich die nämlich wenigstens selber holen. Haben einfach zu wenig Drohnen hier gerade. Um das hier alles zu versorgen. Nee, nicht Edelmetalle. Müsst du hier nicht irgendwo elektronische Geräte liegen haben? Keine Ahnung. Holen wir erstmal ein bisschen Metall ab. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir bräuchten hier gleich nochmal ein weiteres Metalllager. So, jetzt holen die sich nämlich auch ihr Food. Was wir ihnen gerade leider nicht anders zur Verfügung stellen konnten. So. Ja, Maschinenteile werden knapp, was einfach auch daran liegen dürfte, dass da unten kein Metall ankommt. Also wir müssen hier dringend noch mit unserem Transport weiterarbeiten. Hier fehlen Polymere. Achso, für den Shuttlebau. Ja, das könnt ihr aber eigentlich selber dann euch holen. Weil noch fliegen ja welche. So. Was ist denn diese Kuppel eigentlich so dreckig? Das ist ja nicht schön. So, jetzt kommt aber hier gleich auch genug Nahrung raus, sodass dann da auch kein Problem mehr sein sollte. Also Nahrungsprobleme haben wir halt eigentlich auch nicht. Es ist nur ein Problem der Logistik. Und da hatte ich gehofft, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Shuttlen funktioniert. Aber scheinbar brauchen wir inzwischen so viele Shuttles, dass die auch irgendwie an ihre Grenze kommen. Naja, naja, naja. So. Verfügbare Wohnplätze 0. Schade. Die werden aber alle nicht fertig gebaut. Warum nicht? Okay, wir erhöhen mal die Priorität. Vielleicht funktioniert das. Ich meine, bevor ihr hier Beton herstellt. Okay, Beton braucht ihr allerdings, um es zu bauen, ne? Aber hier liegt halt auch Beton. Naja, aber jetzt liefern sie scheinbar hier was hin. Wir haben zu wenig Strom in der Nacht. Gut, wir holen uns jetzt erstmal noch ein paar Maschinenteile. Und vielleicht sollten wir dann gleich auch nochmal. Ach nee, wir wollten ja auf Nuklearstrom setzen, beziehungsweise auf Fusionsstrom. Das sollten wir dann auch tun. Können wir natürlich noch nicht jetzt direkt machen, ist aber erstmal egal. Aber dann sollte auch endlich dieses Problem gelöst sein, dass wir ständig neue Stromprobleme haben. Das sollte damit dann aus der Welt geschaffen werden können.
So, wir können hier neue Drohnen herstellen. Sie da unten sind auch endlich in den Genuss von elektronischen Geräten gekommen. So, hast du eigentlich abgeladen? Ja, hast du. Das ist schön. Dann gönn dir mal nochmal wieder ein bisschen mit Nahrung und hol die mit hoch. Anomaly found. So. Aber gleich sollte, wie gesagt, die Ernte da oben auch fertig sein und dann ist das sowieso egal. Gut, die sind gleich fertig. Die Research ist complete. Das gefällt mir doch. Das bauen wir dann auch direkt mal. Fusionsreaktor. So, Geldmittel erhalten. Sehr schön. Die müssen noch ein bisschen aufgetankt werden hier. So, jetzt werden ja auch endlich mal vernünftig Polymere an den Start gebracht. Auch das gefällt mir. So, Arbeitsplätze haben wir damit auch wieder. So, stellen wir hier das nochmal hoch. Wobei erst sollte das fertig werden, hoffentlich. Wo ist denn jetzt unser Transporter schon wieder? Dort. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir holen uns noch mal ein bisschen Beton hier rüber. Hat sich viel Beton jetzt hier? Naja, knapp kann man jetzt noch nicht sagen bei 648, aber es wird auf jeden Fall weniger und Metall ist jetzt nicht mehr das Riesenproblem. Metallproduktion 62, 85. Wir haben doch noch so ein Projekt, was wir eigentlich bauen wollen gleich. Doch lieber da auf Beton setzen. Aber dann haben wir so viel Beton, das brauchen wir auch nicht so richtig. Naja, so. Kamen hier Maschinenteile. Die bringen wir mal lieber hier in die Mitte. So, dann wird das hier gleich hoffentlich mal fertiggestellt. Colonists are departing. So, zwei Leute verlassen den Mars. Das gefällt mir nicht so. Wie viele Wohnorte haben wir? Null. Das sind jetzt ja dann nicht so viele, ne? Würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich haben wir noch relativ viele Kinder, die auch irgendwann dann natürlich mal erwachsen werden, ja. Wir bräuchten dringend mal so eine Kinderkuppel. Allein auch schon, um nicht ständig Leute von der Erde karren zu müssen, sondern auch hier auf dem Mars geborene Leute gewinnen zu können. Das wäre sehr, sehr schön. Ich würde fast sagen, wir holen uns gleich doch das Betonwunder. So wie das hier gerade den Anschein macht. Wo bist du denn, Transporter? Dort. Ja, ich glaube, wir holen uns gleich erstmal den Tiefenbohrer. So, kannst da auch sogar ablegen. 567 Einwohner. Ja, das ist eine Tendenz, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Meine Güte, du bist jetzt schon wieder betankt. Ich glaube, hier in der Mitte sollten wir öfter mal Raketen runterschicken, weil die haben irgendwie nichts zu tun. Jetzt fehlen da nur noch ein paar Edelmetalle und zwei Maschinenteile, die sie rausliefern müssen. Das ging aber mal sehr fix hier. Gebäude mit erschöpften Vorkommen, ja, das wussten wir schon. Können wir vielleicht auch mal ausschlachten. Aber inzwischen hängen wir davon ja nicht mehr ab. Unabhängig von Wasservorkommen ist unsere aktuelle Siedlung. We have a power shortage. Aber nicht unabhängig von Strom. Denen ist kalt. Könntet ihr jetzt vielleicht das Ding mal fertig machen? Das kann auch nicht so schwer sein. Elektronische Geräte, Polymere, Beton. Polymere sind hier, Beton ist da, elektronische Geräte haben wir auch genug. Baut das doch mal bitte. Dann ist das doch alles kein Thema mehr. Resources are low. There are earthsick colonists. Denke, in der nächsten großen Kuppel, die wir bauen, müssen wir definitiv dann nochmal drauf gehen, weitere elektronische Geräte zu bauen. Haben wir überhaupt eine Produktion noch von elektronischen Geräten? Ja, haben wir.
Aber da sind nicht so viele Leute drin. Wahrscheinlich sollte man sowas wirklich in große Kuppeln bauen. So. Na komm. Ein Beton. Sehr gut. Können wir jetzt gleich endlich hier mal dafür sorgen, dass wir ständig genug Strom haben. Achso, wir haben ja jetzt auch wieder ganz viele... Naja, ganz vieles ein bisschen übertrieben, ne? Wohnorte hier auf dem Mars. 32. So. Sehr gut. Damit sollten wir gleich einen ordentlichen Stromüberschuss hinbekommen, hoffentlich. Auch in der Nacht genug herstellen. So die Hoffnung. Ob das eine begründete Hoffnung ist, das weiß ich natürlich nicht. Gut. Noch mehr Wohnorte? Sind noch welche fertig geworden? Jo. Oh shit, ich hätte vorher noch gucken sollen, dass ich mir wieder neue Bewerber kaufe. Aber gut, also die Kuppel ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber auf gutem Wege. Müssen nur noch ein paar Apartments hier fertig werden. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns jetzt hier schon mal daran begeben und hier das Wunder auspacken. Den Ausgräber. Kostet 3. Oh, der kostet auch ganz schön viele Maschinenteile, ne? So vielleicht? Also wir haben eigentlich alles bis auf die Maschinenteile. Bei Metall haben wir ordentlich vorgesorgt. Kommen die da dran? Ja, kommen sie. Und Maschinenteile könnten wir uns eigentlich nochmal gönnen, ne? Ich glaube, das machen wir gerade mal. Frachtrakete, Maschinenteile. Zack. Ein 100 Beton ist jetzt auch nicht so wenig, aber das haben wir noch. Und dann bin ich froh, wenn wir gleich ein Wunder errichtet haben. Wir werden vielleicht auch noch die anderen Wunder machen. Ich muss mir noch gucken, wie ich das mache. So, warum bist du denn schon wieder ohne Produktion? Das gefällt mir nicht. Es sind auch keine elektronischen Geräte mehr hier. Wir müssen irgendwie für eine stabilere Vorsorge von elektronischen Geräten sorgen. Wir haben auch keine mehr. Ist vielleicht auch der Grund, warum keine dort sind. Elektronische Geräte sind manchmal ein bisschen schwer zu beschaffen. Okay, wir haben zwar nicht so viel Geld. Achso, wir haben auch keine Rakete mehr. Gut, dann halt nicht. Zack. So, da wird aber auf jeden Fall ordentlich gebaut. Kommen wieder neue Leute an. Die allerdings alle keinen Job haben. Macht nichts. So, plus 10 Produktion ist jetzt nicht das, was wir so dringendst bräuchten, ne? Achso, ich hätte vielleicht gucken sollen. Man konnte hier auch versuchen. Genau, verringert die Anzahl von Arbeitern. Okay, dann brauchen wir das eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Lieber nochmal hier Geld forschen. So, nochmal 17 Leute. Gut, also die Metalle kommen hier immerhin gut an. Die sind jetzt nicht so problematisch. So, und sobald wir die erste Rakete auf der Erde wieder haben, sollten wir dann auch eben nochmal ein paar elektronische Geräte nachkaufen. Ja, das ist eben das Problem, was hier entsteht, gerade dadurch, dass das hier nicht gewartet werden kann. Deshalb, wie gesagt, wollen wir das gleich mal ein bisschen ändern. Dass da nicht getankt wird, wundert mich so ein bisschen. Achso, weil du keine Stromversorgung hast. Ich verstehe.
Naja, gut. So. Hier nochmal welche bauen. Sehr gut. Dann entladet hier gleich mal bitte. Erstmal entladen die hier noch. Oder sie beladen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schwirren hier Drohnen und über Drohnen hier durch die Gegend. Könnte meinen, wir sind in einer Zerg-Basis. So, 94, 95, 96. Also gleich können wir endlich die elektronischen Geräte noch bestellen. Das wird nämlich auch ein bisschen Zeit. Nein. Frachtrakete, elektronische Geräte. So. Hier eigentlich alle. So, du kannst wieder abheben, aber da sind nicht genug Edelmetalle drauf. Das möchte ich noch nicht. Da warten wir noch einen Moment. Hier wird noch betankt. Warum wird das hier nicht? Achso, wir haben immer noch keine elektronischen Geräte. Ich verstehe. Wo ist denn unser Transporter? Können wir nicht irgendwo so ein paar klauen? Irgendwo müssten ja ein paar elektronische Geräte liegen, ne? Aber wo? Ich finde sie nicht. Schade. Könnten eine künstliche Sonne erschaffen. Die kostet allerdings ziemlich viel Strom für den Anfang. Viel Wasser für den Anfang. Außerdem sollten wir vielleicht nicht mehrere Wunder gleichzeitig bauen. Ich glaube, das kann dann doch zu argen Problemen hier am Anfang führen. Wir haben übrigens immer noch nicht genug Teile hier. Maschinenteile für das Wunder. Aber ich hoffe, dass ich das durch unsere eigene Produktion ein bisschen ändert. Aber so richtig auch nicht, ne? Wir haben hier auch wieder kein Metall liegen. Dabei liegt doch hier so viel Metall. Hol doch mal hier Metall ab. So. Bei Tag haben wir auch einen Strom. Oh. Ja, dann lade ich mal ganz kurz auf. Über das Stromnetz. Na komm. Das kann auch nicht so lange dauern. Meteor incoming. Vehicle battery low. So, du nimmst ganz viel Metall mit. Und machst dich dann mal auf den Weg, hier ganz viel Metall abzuliefern. Damit wir hoffentlich hier gleich mehr Maschinenteile herstellen können. Vielleicht noch ein paar elektronische Geräte. Auch das wäre ganz nett. In jedem Fall werden wir die hier mal gerade ausladen lassen. So, apropos ausladen, da fehlt hier auch noch mal einiges. Colonists are departing. Ja, wir sind immer noch bei 648, also das alles noch im Rahmen. Das sollten wir schaffen. Vielleicht bauen wir noch eine weitere Kuppel, das muss ich mir noch überlegen. Ja, werden wir wahrscheinlich sogar müssen für die 1000 Mann. Aber wir haben hier immer noch einige nicht fertiggestellte Apartments, weil eben hier unsere Drohnen überhaupt nicht mehr nachkommen. So, 5 weitere können wir dann noch eben anfordern. Weil ich natürlich nicht nachgedacht habe, ist, dass der Ausgräber auch Strom benötigt. Was ja aktuell so leicht problematisch ist. So, kann das jetzt wieder fertig gebaut werden? Eins liegt hier, 3 brauchen wir scheinbar. Und jetzt haben wir auch kein Wasser mehr und keinen Sauerstoff. Warum nicht? Weil wahrscheinlich, weil wir keinen Strom haben. Ich denke, da hängt alles gerade dran. Warum holt ihr denn jetzt hier nicht von der das ab? Achso, weil hier kein Strom dran ist.
Ein Teufelskreis. So, jetzt stürzen sie sich wieder auf alles. Vielleicht müssen wir nochmal ein zweites davon irgendwie bauen. Sollten wir doch eigentlich viel Strom machen, oder? So richtig auch nicht. Das ist doch nicht Strom. Beträchtliche Mengen an Strom. Die Produktion 150. Ob ich das jetzt so beträchtlich finde, weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein. Gut, wir holen uns aber nochmal beträchtliche Mengen, indem wir nochmal ein Fusionskraftwerk bauen. Wenn ich dann irgendwo einen Ort finde, wo ich es gut hinstellen kann. So. Auch dort nochmal einmal beschleunigt. So, du darfst wieder los. So, 300 Metall sind da, fast 100 Beton. Was hier noch fehlt, sind halt Maschinenteile und die sind zum Großteil noch in dieser Rakete. Wenn das denn endlich gleich mal ausgeladen wird, können wir da vielleicht vernünftig eingreifen. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut mit diesen Shuttlen, aber scheinbar fehlt da noch ein bisschen der Boost aus den Shuttlen. Also ein bisschen schneller dürften die schon kommen. Apropos, kann man das vielleicht sogar erforschen? Das kann man bestimmt erforschen, oder? Shuttle-Tempo wird erhöht. Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, und seien wir mal ehrlich, wir brauchen marsianische Urheberrechte. Ich weiß, ich habe dadurch jetzt ein bisschen was weggeschmissen an Forschung, aber Shuttle-Tempo können wir gerade besser gebrauchen. Können wir vielleicht auch noch irgendwas mit den Drohnen erhöhen? Fanggesteuerte Rover, Batteriekapazität wenigstens. Fabriken erhöhen. Frachtkapazität von Shuttles. Maximale Anzahl Shuttles. Gut, dann haben wir jetzt erstmal wieder ganz viel zu forschen. Das ist doch schön. Resources are low. Elektronische Geräte sind mangelhaft. Oder mangelhaft vorhanden. Die selber sind natürlich nicht mangelhaft. Gut, ja, wie gesagt, wir brauchen nochmal einige Maschinenteile mehr. So, komm, können wir hier noch eben 4 Beton hinbringen? Dann haben wir wenigstens vernünftig Strom. Dauerhaft. Denn das ist natürlich erstmal der erste Schritt. Wir müssen ja erstmal die Stromproduktion vernünftig in den Griff bekommen, damit wir hier dauerhaft mit dem Drohnen-Shuttle hier arbeiten können. Denn nur damit können wir das natürlich machen. Und dann können wir hier auch vernünftige Sachen bauen, demnächst auch hier mal das fertigstellen. Das wird alles schön, hoffentlich. So, du fließt jetzt nochmal los. So, jetzt machen wir hier nochmal die Apartments fertig. Zwei erstmal priorisiert fertigstellen, bitte. Es fehlen hier noch ein paar mehr Polymere. Ein bisschen Beton wahrscheinlich auch. Und der Ausgräber, der muss auch nochmal versorgt werden. Mit Maschinenteilen, von denen wir uns tatsächlich nochmal ein paar holen. Viele gehen leider nicht. Okay, dann warten wir noch, bis die nächste Rakete wieder da ist. Können vielleicht mit der nochmal ein paar Leute holen. Auch nicht so recht, denn wir haben null verfügbare Wohnplätze auf dem Mars. Dann geht das alles leider noch nicht. Was auch nicht mehr geht, ist die Folge noch länger zu machen, denn das war es jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken, unten rechts ein Projekt von mir und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.